Hallo aus Deutschland. Wir sind gestern erst hier angekommen, machen zurzeit Urlaub hier bei Familie. Wir stehen mit dem Wohnwagen direkt an einer Straße hier. Also entschuldigt bitte diese ganzen Autogeräusche. Wir wollten halt wirklich unbedingt bei Bernds Eltern vor der Tür stehen, um die Zeit maximal mit denen genießen zu können. Wir haben uns in den letzten Monaten ganz viele Sachen nach Deutschland schicken lassen zu Bernds Eltern. So manche Sachen, die haben wir halt nach Ungarn nicht schicken können, oder wir waren ja auch viel in Kroatien unterwegs mit dem Wohnwagen. Deswegen haben wir es alles zu Bernds Eltern schicken lassen und ich wollte euch jetzt einmal zeigen, was das alles so ist. Das ist echt ganz schön viel geworden. Ich zeige euch mal den Berg da hinter mir. Genau, wir gehen das jetzt mal durch. Ich dachte, für den einen oder anderen ist es interessant. Gerade das hier, Fantastic Food, dieser Riesenkarton, da werden wir immer wieder gefragt, wo wir unsere... wir sind ja Vegetarier und wo wir unsere veganen Schnetzel und sowas alles herbekommen, unsere Fleischersatzprodukte. Es gibt ja so viele Sachen mittlerweile und die sind halt immer sehr teuer, diese Fleischersatzprodukte. Aber solche Schnetzel, die sind günstig und schnell zubereitet. Ich zeige euch das, was ich meine. Das interessiert jetzt natürlich nicht jeden, aber auch wenn man Fleischesser ist, kann man ja ab und zu sich sowas zubereiten, falls man mal Fleisch ein bisschen ersetzen möchte. So, genau, das sind nämlich so riesige Packungen, womit wir Jahre jetzt wieder auskommen. Genau, ich zeige es euch so. Das ist einmal, womit wir unser Gyros machen. Diese Sojaschnetzel, die werden nur einmal aufgekocht. Das sind 5 Kilo, glaube ich. Dann werden die gewürzt und mit Zwiebeln und so angebraten. Und ja, super lecker. Und dann haben wir einmal diese Sojaschnetzel. So Schnitzel, die kann man einmal aufkochen und dann panieren und einfach ausbraten. Die schmecken total gut. Also egal, wenn jetzt Spargelzeit ist, schmeckt es lecker. Oder aufs Brötchen auch, wie man halt Schnitzel auch ganz normal isst. Jetzt ist der große Karton schon mal weg. Jetzt habe ich hier Platz auf meinem Bett. Genau, weiter geht's. Ich hatte für Livia bei Ernstings Family Sachen bestellt. Denn sie liebt es, mit Wasser zu matschen. Ich glaube, das mag ja jedes Kind sehr gerne. Und wir hatten nur normale Schuhe. Ich habe ihr jetzt einmal Gummistiefel bestellt. Es gibt auch Barfuß-Gummistiefel. Habe ich auch überlegt. Von Köhl, glaube ich. Etty. Geht's denn? Nicht? Ich doch. Von Köhl, glaube ich. Aber ganz ehrlich, wie oft tragen Kinder diese Gummistiefel? Die wachsen so schnell. Das ist jetzt Größe 22. Die haben 13 Euro gekostet. Ich war jetzt nicht bereit, weiß ich nicht, 80 oder 90 Euro für Gummistiefel zu bezahlen, die sie, ich weiß nicht, sag jetzt mal 7 Stunden oder so trägt. Von daher gab es einmal bei Lidl die günstige Variante Gummistiefel. Dann hat sie eine Regenhose bekommen. In ihrer Größe, also es ist jetzt 98, Größe 98, unten mit so einem Gummizug, dass man es festmachen kann. Das ist ein bisschen groß, 92 gab es aber nicht. Und ich dachte, lieber ein bisschen zu groß als zu klein. Und Gott sei Dank habe ich das alles so groß bestellt. Auch diese Softshell-Jacke ist auch 98, weil die passt jetzt, die ist ein bisschen zu groß. Einmal umschlagen die Ärmel, aber wenn man genau passend kauft, das mache ich sehr selten, lieber immer ein bisschen zu groß, weil die ist jetzt 14 Monate. Die wächst super schnell, so kann sie die bis zur Winterjacke zwischendurch tragen. Ich wollte eigentlich eine Regenjacke haben, gab es aber nicht bei Lidl. Die hat jetzt 19,90 Euro gekostet. Diese Regenhose hat 18 Euro gekostet und die Gummistiefel halt 13 Euro. Und so warten wir jetzt auf den Regen. Jetzt ist es halt schönes Wetter und endlich haben wir die Sachen und jetzt müssen wir auf Regen warten. Genau, so weiter geht's. Wir haben uns Akkus bestellt für den Wohnwagen hier. Wir haben immer so Lampen überall mit Batterien. Das sind jetzt die 3xA, alles vom Amazon. Amazon macht es möglich. Die günstige Variante. Wir haben überall so Lampen zum Drücken. Wenn wir halt wild stehen und Strom sparen müssen oder aufpassen müssen, dann können wir die halt immer, wo wir Strom haben, aufladen und dann halt davon zehren, wenn wir wild stehen. Genau. So, jetzt passt auf. Der Bernd hat sich bestellt Bonbons.
Wir haben so einen Shop online entdeckt vor ein paar Jahren. Da bestellen wir immer wieder. Vor allem jetzt zu Corona-Zeiten, wo keine Weihnachtsmärkte und so waren. Wir essen halt gerne so Bonbons vom Weihnachtsmarkt. Vor allem diese Anis-Bonbons. Die sind so bunt mit so schwarzen Stückchen noch drin. Die heißen Kachau. Und ich gucke gerade, wie dieser Shop heißt. Ach, Smurfy, die sind nicht für dich. Smurfy, geh mal da raus. Geh mal da raus. Genau, das sind nämlich Jahrmarkt-Bonbons. Pin24-Shop heißt es. Pin24-Shop, falls ihr da bestellen wollt. Wir haben, also das sind 5 Kilo. Die essen wir wirklich viel, Bernd vor allem. Das reicht uns ungefähr ein Jahr. 5 Kilo diese Bonbons. Die haben auch so Glühwein-Bonbons und sowas alles. Genau, das hier sind Jahrmarkt-Bonbons, traditionell handgemacht. Das sind so eine Fruchtmischung. Dann nochmal Bremer Fruchtmischung. Ein bisschen Abwechslung muss ja sein, ne? Dann nochmal Bremer Bonbon-Mischung. Ja, einfach so verschiedene Bonbons nochmal. Dann hat der Bernd Mini-Mini-Schrauben bei Amazon bestellt für den Wohnwagen hier. Er sagt, er hat sich die anders vorgestellt. Aber ja, es sind halt so ganz kleine Schrauben, weil wenn er hier was festschraubt, dann gehen die ganz schnell durch die Wände. Dann guckt die Spitze auf der anderen Seite raus. Deswegen hat er sich so ganz kleine mal bestellt. Die packe ich jetzt hier in mein Schmuckdöschen. Ich habe nämlich auch Ohrringe bekommen. Ich hatte ja ich trage nicht viel Schmuck. Aber so Steckerohrringe, die mag ich sehr gerne, weil die kann ich immer drin lassen. Ohne dass ich bin nicht der Typ, der sich täglich die Ohrringe wechselt. Überhaupt nicht. Oder raus und rein macht. Deswegen mag ich sowas, die ich immer drin haben kann. Die kann ich dann ab und zu mal rausnehmen und reinigen. Sehr praktisch. Und ich hatte welche beim Umzug oder beim Auswandern gefunden. Die habe ich mir dann reingemacht. Das waren so silberne, aber die waren halt nicht echt silber. Und dann hatte ich hier so alles schwarz. Das kennt ihr bestimmt auch. Dann habe ich das wieder rausgemacht, sauber gemacht und immer jeden Tag waren die halt schwarz. Das hat mich so gestört. Und deswegen, das sind jetzt 925 Silber und dann sind die vergoldet. Die sind von Mein Punkt. Ich habe da auch einen Rabattcode für euch. Schreibe ich euch mal unten in die Infobox, wenn ihr möchtet. Damit könnt ihr versandkostenfrei weltweit bestellen. Die haben echt schöne Sachen und ich finde vergoldet, das reicht wirklich. Also ich brauche nicht echt Gold. Ich habe meine Ringe, die sind halt echt Gold. Verlobungs- und Ehering, aber so eine Kette oder so, das reicht auch wirklich vergoldet, finde ich. Könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr findet, das muss massives Gold sein. Ich finde, das reicht so. Und ich finde die sehr schön. Jetzt fehlt mir hier noch eine. Muss ich mal gucken. Ich wollte mir noch einen mit Glitzersteinchen bestellen, weil hier habe ich 3 Ohrlöcher und hier habe ich 2 Ohrlöcher. Genau, die hätte ich gerne voll. So, jetzt haben wir eine zur Präsentation, eine Fußmatte. Dadurch, dass wir jetzt viel reisen mit dem Wohnwagen, viel im Auto sind, nutzen wir, also ist natürlich viel mehr Verschleiß. Und die Fußmatte beim Bernd am Fahrersitz, die ist halt durchgetreten gewesen. Und dann haben wir überlegt, dass wir uns Vollgummi-Fußmatten nehmen. Denn wenn wir das Auto sauber machen, können wir die einfach mit sauber machen. Abschrubben, abdampfen mit dem Dampfstrahler. So ist die Überlegung, weil mit kleinem Kind, es läuft immer mal was aus, es fällt was runter. Wir essen im Auto, weil wenn wir viel reisen, können wir schon sagen, wir essen nicht im Auto, aber wir essen halt im Auto. Der Hund ist dabei. Ja, und deswegen haben wir jetzt komplett überall Vollgummi-Fußmatten im Auto. Noch eine kleine Kiste. Unser Haus in Ungarn, es ist zwar sehr ländlich, aber wir haben auf der einen Seite Nachbarn. Vor allem das Badezimmer stört mich das sehr. Das kleine Fenster, dass da nichts vor ist, das ist halt, da kann jeder reingucken. Deswegen haben wir uns Milchglasfolie bei Amazon bestellt. Die ist jetzt 45 cm, glaube ich. Kommt das hin? Oder 60? Ich weiß nicht genau, steht es hier drauf. Nein, steht natürlich nicht drauf. Da, 44,5 x 2 Meter. Und unser Plan ist, die halt so aufzukleben, dass halt einfach nur so ein Streifen, da wo man reingucken kann, bedeckt ist. Deswegen haben wir 4 Meter, also 2 x 2 Meter bestellt. Die waren günstiger als 1 x 4 Meter.
Ja, es ist einfach nur Milchglas. Die gibt es ja auch mit Muster, verschiedene Muster. Einfach bei Amazon mal Milchglasfolie, die ist so statisch, also die klebt nicht wirklich. Die könnt ihr abmachen und wieder dran machen. Ich hatte das schon mal in einer Wohnung, wo wir die Hassnachbarn hatten. Ich habe die so, boah, die haben so immer geguckt in alle Fenster. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, diese kleine Wohnung, wo wir früher gewohnt haben, da gibt es auch viele Vlogs zu. Und diese Nachbarn, die haben uns so terrorisiert, dass ich die ganzen Fenster zugeklatscht habe mit Milchglasfolie. Wir konnten gar nicht mehr rausgucken und die konnten gar nicht mehr reingucken. Die haben uns so fertig gemacht. Da war mir das egal. Alles zugeklatscht, einfach mit Milchglasfolie. So, dann haben wir ganz wichtig, wir haben ein Kleinkind Steckdosenschutz gekauft. Livia, die steckt alles in Steckdosen. Boah, mit Calvino habe ich das nie gehabt. Dem habe ich gesagt, geh da nicht ran und dann war okay. Aber Livia, die liebt Steckdosen. Gerade jetzt, wir haben ja Baustelle bei uns am Haus in Ungarn. Wenn die einen Schraubenzieher findet, dann geht die sofort zur Steckdose. Da muss man wirklich aufpassen. Deswegen haben wir die bestellt. Wir haben die nicht bekommen in Ungarn. Bei DM nicht, nirgendwo. Und da wir jetzt eh hier hingefahren sind, haben wir uns die nach Deutschland bestellt. Dann haben wir einmal auf Reserve bestellt. Das ist so eine Tauchwasserpumpe für unseren Wasserkanister hier im Wohnwagen. Das ist 10 Liter die Minute, 0,5 Bar, 12 Volt. Einfach nur, falls unsere mal kaputt ist, dass wir die dabei haben. Die hat jetzt, ich weiß nicht, unter 20 Euro, glaube ich, gekostet. Dass, wenn wir irgendwo in der Walachei stehen, die nicht für 100 Euro irgendwo kaufen müssen, teuer, haben wir die mal mitbestellt. So, dann haben wir noch mehr Akkus. Das sind jetzt die AA-Akkus. Auch nochmal einige. So. Ja, das sind für einen Wohnwagen. Wir haben ja hier diese kleinen Gardinchen. Und das sind einfach für einen Wohnwagen diese Gardinenstangen, die Stopper. Weil einer ist mir abgebrochen und die haben wir nochmal nachbestellt. So, dann haben wir uns einen Campingtoaster bestellt. Ich zeige euch das Bild, wie es funktionieren soll. Wir essen gerne Toast. Das kann man halt auf den Gasherd hier stellen angeblich und dann den Toast rösten. Das hat 8 Euro gekostet. Und wir haben jetzt gesagt, wir probieren das einfach mal aus für 8 Euro. Und da freue ich mich voll drauf, Bernd auch. So ein frischer Toast getoastet geht einfach immer. Vor allem, wir sind viel in Ländern unterwegs, wo ganz viel Weißbrot ist. Griechenland, Kroatien, Ungarn, das ist halt sehr viel Weißbrot und nicht so dieses deutsche Roggenbrot. Und deswegen, ja, bot es sich einfach an. Und das sind jetzt, glaube ich, die Gasadapter für Euro. Wir haben ja hier Gas halt im Wohnwagen und da wir in ganz Europa rumreisen, ist es einfacher, Adapter zu haben, als immer neue Gasflaschen oder irgendwie so, hat Bernd das erklärt. Deswegen haben wir einmal dieses Set bestellt. Ich weiß jetzt nicht, was es gekostet hat. Also ich glaube, um die 20 Euro auch, dass wir halt ja nicht so darauf angewiesen sind, immer die Gasflaschen zu kaufen, weil jedes Land hat irgendwie andere Anschlüsse in Europa, warum auch immer. Es geht weiter. Bernds Eltern waren auch ein bisschen für uns einkaufen. Es gibt ein Gericht, was wir gerne kochen, das heißt Wurstepfanne. Dafür brauchen wir Zigeunersoße, die heißt ja jetzt Paprikasoße und deswegen haben Bernds Eltern uns die mitgebracht. Vielen Dank. Und Datteln. Viele, die unsere Videos kennen, die wissen, dass wir früher jeden Tag einen großen 2 Liter Smoothie getrunken haben. Dafür brauchen wir immer Datteln, um den zu süßen und die sind auch sehr gesund, Datteln. Und bei Aldi gibt es immer so ein 250 Gramm Pack, die sind dann schon entsteint für, ich weiß nicht, knapp über 1 Euro. Deswegen haben die uns 20 Packungen davon mitgebracht. So, viele werden sagen, boah, ihr seid mit dem Wohnwagen, wie könnt ihr so viele Kilos transportieren? Das geht doch gar nicht. Wir packen das alles da unters Bett, ich zeig's euch. Da ist ein fest verbautes Bett, 1,40 Meter mal 2 Meter und darunter ist unser Keller und der ist komplett leer. Da verstauen wir das gleich alles und wenn wir dann, wir bleiben jetzt hier eine Woche stehen und wenn wir umparken, woanders hin, dann fahren wir auf eine Waage, eine LKW-Waage, um ja zu gucken, wie wir so gewichtstechnisch drauf sind. Wir werden dann Wasser alles auffüllen, ja, damit wir halt nicht darüber kommen. Da passen wir auf. So, dann habe ich mir bestellt einmal diese, habe ich gesehen,
Ich habe mich influenzen lassen. Ich weiß gar nicht, wer das war. Irgendwo habe ich es gesehen. Augenbrauenfarbe halt. Permanent. Ich male mir fast jeden Tag, außer ich bin ungeschminkt, meine Augenbrauen. Früher habe ich mir regelmäßig die Augenbrauen gefärbt. Immer dunkelbraun. Das sah jetzt im Nachhinein, wenn ich alte Fotos sehe, fürchterlich aus. Jetzt habe ich halt mal dunkelblond genommen. Das wollte ich einfach mal ausprobieren. Das ist für 10 Anwendungen. Hat 8 € gekostet bei Amazon natürlich. Wir werden es sehen. Ja, jetzt. Oh, passt auf. Unseren Multihobel. Den habe ich seit Jahren. Haben wir den mal gekauft? Auf dem Markt. Auf so einem Trödelmarkt. Der hat, weiß ich nicht, was er da gekostet hat. Ich glaube, 30 € oder so. Multifunktionshobel. Ich habe damals mit dem Bernd so, so was Teures, warum holst du das? Das war so ein Marktschreier. Und dann war das das meistgenutzte Küchengerät ever, was wir hatten. Das ist so geil, weil ihr könnt wirklich die Gurken ganz hauchdünn damit schneiden. Richtig geil. Das kann man auswechseln. Da sind verschiedene Klingen dabei. Richtig cool. Ja, und dann sind wir ausgewandert. Hier so ein Zwiebelding. Das habe ich schon mal weggeschmissen. Jetzt bereue ich das, weil ich es immer gesucht habe. Jetzt habe ich wieder einen. Ja, dann sind wir ausgewandert. Und ja, was habe ich nicht gefunden? Oder wir, diesen Hobel. Wenn wir Krautsalat machen. Ihr wisst, wir haben ein Kochbuch geschrieben. Unseren Krautsalat, den lieben wir. Wo das Rezept vom Krautsalat drin ist im Kochbuch. Mit dieser Reibe, wo viermal einfach eine gerade Klinge ist, ne? Habt ihr so einen Weißkohl in 5 Minuten durchgerubbelt? Richtig cool und ganz feine Streifen, auch für den Gurkensalat. Gibt es bei Amazon. Einfach mal Multihobel eingeben. Gigant. Wenn ich dran denke, verlinke ich es euch. Ich werde es aber wahrscheinlich eh wieder vergessen. 8-mal schneller. Das stimmt wirklich. Und wir haben unseren jetzt bestimmt schon 5 Jahre. Die waren in der Spülmaschine, die Dinger. Immer noch scharf. Ich finde ihn halt nur nicht in den ganzen Umzugskisten. Ja, muss ich mal schauen. Jetzt haben wir uns noch einen bestellt. Wir haben halt gesagt, einen für den Wohnwagen und einen fürs Haus in Ungarn. So, hier sind Regale drin. Wir hatten hier im Wohnwagen, im Badezimmer 2 so Riesenspiegel. Einen haben wir rausgenommen, um Gewicht zu sparen. Und da wollten wir jetzt so Regale hinmachen. Die sehen so ein bisschen aus wie Kühlschrankregale. Da sind sogar so Klebedinger dabei. 2 Stück sind das. Packe ich direkt aus, weil Pappe können wir hier nachher entsorgen. Zeige ich euch dann im Daily Vlog, wie es aussieht. Das, sowas macht der Bernd immer installieren. Der hat da voll Spaß dran. So. Oh, warte, warte. Wo sind die Klebedinger? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Pakete Yum-Yum-Suppen bestellt. In jeder sind 30 Packungen drin. Das ist Ente und Chicken. 2 Pakete Ente, 2-mal Chicken. Die halten ewig und 3 Tage. Und wir bestellen die bei eBay oder Amazon, je nachdem, wo die günstiger sind. Manchmal sind die ein bisschen kurz vor Ablaufdatum. Manchmal sind die auch noch lange haltbar. Genau, die Ente sind bis 23. April 2022 haltbar. Das ist uns egal. Wir essen die gerne zwischendurch. Die gehen bei uns immer. Ich weiß, die sind ungesund. Wir essen sie gerne. Deswegen gibt es 5 mal 30 Packungen. Das sind ja 150 Packungen Yum-Yum. Wir sind aber auch zu dritt, wenn jeder eine isst. Und das 3-4 Mal die Woche. Da geht einiges drauf. Und wenn man die kauft, Yum-Yum gibt es nicht überall, nicht in jedem Land. Dann kauft man sich andere Marken, die schmecken dann nicht. Und da wissen wir, die mögen wir, die schmecken. Deswegen haben wir zugeschlagen. So, das letzte Paket, meine Lieben. Da ist was ganz Tolles drin. Und zwar habe ich Hängemattensessel bestellt oder wie auch immer die heißen. Hängesessel für unsere Veranda am Haus in Ungarn. Ich hatte so einen Sessel schon mal, früher als Calvino klein war. Und da haben wir ganz viel Zeit drin verbracht, zusammen Bücher gelesen, geschaukelt. Was sind die Stamm da drin? Also die sind wirklich super und einer kostet 26 € bei Amazon. Deswegen, ja, habe ich zugeschlagen. 2 Stück, weil Papa möchte eine richtige Hängematte haben.
und nicht so ein Sessel. Und ja, dann kann man sich immer schön auch Besuch da drauf setzen. Fand ich richtig schöne Idee, endlich wieder so einen haben. Die halten bis zu 150 Kilo aus. Ja, ich packe sie jetzt nicht komplett aus. Das müsst ihr dann gucken in den Ungarn-Vlogs, wenn wir wieder am Haus sind. Dann zeige ich euch die richtig. Boah, welche Farben sind das denn? Einmal ist der so schwarz, weiß und rot gestreift. Und der hier ist einfach braun. Hammock. Chocolate. Genau, der ist einfach braun. Warum auch immer ich diese Farbzusammenstellung, das sah, glaube ich, schwarz aus im Internet. Das ist halt so ein riesiger Holzstab. Da wird dieser Sessel dran draufgehangen und dann oben in einen Haken reingemacht. Und das ist so ein Swivel-Haken. Da kann man sich halt nicht verdrehen und da kann man die Kinder, Entschuldigung, schaukeln. Das macht mega Spaß für groß und klein. Und für 26 Euro habe ich gedacht, da gibt es zwei Stück von. Ja, da freue ich mich schon drauf, wenn ich die aufhängen darf auf die Terrasse. Lass dem Produkt doch eine Bewertung da. Ja, mache ich. Ja, und das war alles tatsächlich. Ich weiß nicht, was das insgesamt gekostet hat. Ist ja auch egal. So, ich packe das jetzt alles weg und dann genießen wir den Urlaub hier in Deutschland mit der Familie. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis heute Abend beim Daily Vlog. Falls ich gefragt werde, mein Anzug ist von Oceans Apart. Ich fand den richtig cool. Ein Rabattcode ist in der Infobox.